Und das Wort ergreift für die einbringende Fraktion Bündnis Grüne Herr Dr. Gerber. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Ich habe in der letzten Woche einen Beitrag der Tagesschau vom 17.03.1995 gesehen. Darin warnte der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, dass man, wenn weiterhin große Mengen von Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben werden, ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich sein werde. 25 Jahre später stehe ich nun heute vor Ihnen und wir debattieren immer noch genau diese Treibhausgasreduktion. Und das neueste Kapitel dieser Geschichte, der Bau einer Gaspipeline, die weder profitabel noch für die klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesregierung noch die der Europäischen Union notwendig ist, ja, diesen Zielen sogar diametral entgegensteht. Und da obendrauf kommt noch, dass diese Pipeline mehrheitlich von einem Regime gehört, das von Klimaschutz genauso wenig hält wie von Demokratie, Opposition, Menschenrechten, Journalismus oder der Chemiewaffenkonvention. Was ist das für ein Regime, von dem ich da spreche? Ich erinnere hier beispielhaft an die Ermordung von Alexander Litwinenko, der regierungskritischen Journalistin Anna Politkovskaya, des Oppositionspolitikers Boris Nemtsov, den versuchten Mord an Sergei Skripal und natürlich den Auslöser der heutigen Debatte, die Vergiftung des Kreml-Kritikers und Korruptionsenthüllers Alexei Nawalny mittels eines Nervenkampfstoffs. Und es geht noch weiter. Es wurde auch die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig besetzt. Übrigens, Fun Fact, im Kreml wurde gerade ein Gesetz erarbeitet, das die Kritik an der Annexion unter Strafe stellt. Es wurden zivile Ziele in Syrien attackiert, der Bundestag gehackt, bei Wahlen betrogen, sich bei US-Wahlen eingemischt oder staatliche Propaganda verbreitet. Ja, sogar deutsche vegane Fernsehköche kommen ins Sonntagabend-TV. Und diese Liste wird immer länger. Ich habe mich selbst mit Ivan Stanov, dem Direktor des Korruptionsfonds von Alexei Nawalny, unterhalten und erfahren, wie dieses System Putin politische Gegner mundtot macht. Und was muss denn noch passieren, bis alle aufwachen? Wie lange wollen wir denn noch so weitermachen wie bisher? Es gibt eine Aussage des Bundestagsabgeordneten und langjährigen CDU-Politikers Roderich Kiesewetter, das mich in seiner Deutlichkeit doch überrascht hat. Der hat mit Hinblick darauf, dass alle Signale der Annäherung, zum Beispiel durch das deutsch-russische Forum oder den Petersburger Dialog, überhaupt nicht fruchten, gesagt, Zitat, wir waren nicht harmoniesüchtig, sondern blauäugig. Zitat Ende. Und genauso sieht es auch der polnische Ministerpräsident. Der hat gesagt, und da stimme ich ihm zu, Zitat, mit einem Staat, der internationale Standards und das Völkerrecht verletzt, nicht nur bei sich zu Hause, sondern auch auf dem Gebiet der EU- und NATO-Mitgliedsländer, kann man keinen konstruktiven Dialog führen. Zitat Ende. Der Kreml treibt weiter einen Keil in die EU und in die NATO, entzieht Polen Transitgebühren in Milliardenhöhe, die dort auch in die Energiewende investiert werden müssen, und destabilisiert die Ukraine weiter. Und damit man sich mal eine Vorstellung machen kann, von welchen Größenordnungen wir hier überhaupt reden, ja, die Ukraine hat 2017 2,7 Milliarden Euro an Transitgebühren erhalten und das bei einem Haushalt von 35 Milliarden Euro. Diese russische Destabilisierung der Transitstaaten konterkariert alle außenpolitischen Bekundungen und Interessen der Europäischen Union und der Bundesrepublik und gewährt dem Kreml direkten Einfluss auf die größte Volkswirtschaft der EU, auf Deutschland. Und um mit den Worten des polnischen Ministerpräsidenten das zu sagen, Zitat, der Bau von Nord Stream 2 sprengt die EU-Energiepolitik von innen. Zitat Ende. Wirtschaft um der bloßen Wirtschaft willen darf es nicht geben. Wer mit der EU Beziehungen ausbauen will, muss einen Beitrag zu den Werten der EU nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union, wie etwa der Achtung und der Wahrung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit leisten. Es braucht Solidarität zwischen den Partnerinnen und Partnern der NATO und der EU, und es wird Zeit für eine gemeinsame, abgestimmte europäische Strategie gegenüber der russischen Regierung
und keine weitere Pipeline. Herr Kollege Dr. Gerber sprach für die einbringende Fraktion Bündnis Grüne. Wir könnten jetzt eine dritte Runde eröffnen. Die einbringende Fraktion, Herr Dr. Gerber, Sie schreiten zum Rednerpult. Wir eröffnen die dritte Rederunde mit der Fraktion Bündnis Grüne, der einbringenden Fraktion. Bitte, Sie haben das Wort. An dieser Stelle hatte ich eigentlich bis gestern noch einen Teil zum Verhalten der Bundesregierung, aber nachdem sich jetzt gestern noch der Wirtschaftsminister per Pressemitteilung in das Thema eingebracht hat, möchte ich lieber darüber reden. Und zwar hat der Herr Minister Dulich uns dazu aufgefordert, einen kühlen Kopf zu bewahren und behauptet ähnlich wie der Ministerpräsident, Zitat, für die Energieversorgung Sachsens ist der Bau der Nord Stream 2 gerade angesichts des gesellschaftlich verabredeten Kohleausstiegs in den kommenden Jahren schlichtweg unverzichtbar. Zitat Ende. Leider gibt es auch in der Debatte hier keine Auskunft über irgendwelche Studien, Daten oder Berechnungen, die hier irgendwie diese Meinung begründen können. Ich bin da sehr gespannt. Den Vogel schießt aber insgesamt dann doch noch der Finanzminister ab, der dann sogar noch 1 Milliarde Euro an Trump bietet, damit man dann russisches Gas und amerikanisches Fracking-Gas kaufen. Das untergräbt nicht nur die souveräne gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, sondern auch die EU-Klimaziele aus dem Paris-Abkommen. Und ich meine, was braucht es denn jetzt noch, bevor wir verstehen, dass wir so schnell es geht auf erneuerbare Energien umstellen müssen? Sind 5% der sächsischen Fichte sind schon tot. Das haben die zahlreichen Anhörungen hier im Hohen Haus auch gezeigt. Es gibt praktisch kein Ende des Baumsterbens. Herr Hempfling vom Sachsenforst sprach davon, Zitat, wir stehen am Anfang einer Schadspirale. Unsere Flüsse trocknen aus, Fische verlieren den Lebensraum, unsere Stadtbäume sterben, Sandstürme ziehen durch die tagebaunahen Dörfer und die Lausitz heißt jetzt Savanne. In Kalifornien brennen so große Feuer, dass der Sonnenuntergang hier in Leipzig beeinflusst wird. Und das bleibt so lange und das wird sogar schlimmer, bis sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht stabilisiert. Und ja, wir brauchen Gaskraftwerke, das hat hier niemand bezweifelt durch den Kohle- und Atomausstieg. Der Strom kommt ja überhaupt nicht aus der Steckdose. Ne? Aber Gas ist eine Brückentechnologie für wenige Jahre und nicht 50 Jahre, die Nord Stream 2 laufen müsste, um überhaupt rentabel zu sein. Ja, Lars Rover hat das ja sogar im MDR-Interview gesagt. Die Bedeutung aller fossilen Brennstoffe für den Primärenergieverbrauch Deutschlands schwindet. Und das sagt auch das Umweltbundesamt, das sagt Claudia Kempfert vom Institut für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das haben 2008 eine Studie vorgelegt, da steht drin, Zitat, das geplante Vorhaben der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist energiewirtschaftlich unnötig, umweltpolitisch schädlich und betriebswirtschaftlich unrentabel. Zitat Ende. In dem Report wird vorgerechnet, wenn die im Energiekonzept der Bundesregierung festgelegten Ziele für Treibhausgasemissionen erreicht werden, dann sinkt der Erdgasbedarf je nach Szenario bis 2050 im Strom-, Wärme- und Industriesektor um 73-90%. Wer das nicht glaubt, dem sei auch die europaweite Analyse zum derzeitigen Stand der Erdgasversorgungssicherheit ans Herz gelegt. Diese Analyse besagt, Zitat, dass erstens das bestehende System resilient gegenüber solchen Ausfällen ist und zweitens die regionale Kooperation in Europa funktioniert. Zitat Ende. Ich finde es zur Abwechslung mal eine gute Nachricht. Und trotzdem frage ich mich, warum wir hier jedes Jahr 18 Milliarden Euro in die Bildung und Forschung investieren, nur um im Anschluss die Ergebnisse zu ignorieren. Komme ich nicht mit. Mittlerweile hat sogar die Deutsche Umwelthilfe Klage eingelegt. Ja, basierend auf einer 5 Jahre lang andauernden Studie musste die Schätzung der Methanemissionen in der Öl- und Gasindustrie in den USA um 60% nach oben korrigiert werden. Und genau das ist auch die Öffnungsklausel in der Genehmigung zu Nord Stream 2. Da kann man nämlich mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, manche haben das ja nicht so damit, zu Umwelterkenntnissen auch nachträglich die Genehmigung entziehen. Und jetzt fassen wir nochmal zusammen, sowohl die deutsche als auch die europäische Gasversorgung ist bereits stark diversifiziert.
Wir haben jetzt schon Überkapazitäten. Nord Stream 1 arbeitet nicht mit voller Kraft. Flüssiggasterminals entlang der europäischen Küste laufen auf 25% Auslastung und werden sogar noch weiter ausgebaut. Selbst das braucht niemand. Der Kreml verstrickt sich weiter in irgendwelchen Hanebüchen, Widersprüchen und verschleppt die Aufklärung. Der Gasverbrauch wird in Zukunft sinken. Und die Pipeline wird niemals profitabel sein und sie ist eine Wette gegen die Erfüllung der Pariser Klimaabkommen, also gegen die Klimaziele der Bundesregierung und der EU. Sie sabotiert die außen- und sicherheitspolitischen Interessen der EU und Deutschlands und schwächt die EU-Partner und Freunde. Man braucht sie also genauso wenig wie die Kohle unter Müllrose. Und gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu Schülerinnen und Schüler, die sich unermüdlich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, verdienen es nicht, mit Reichsbürgern verglichen zu werden. Sie verdienen Respekt und eine Entschuldigung. Eine weitere Rederunde ist eröffnet durch Herrn Kollegen Dr. Gerber.